Es da wird? Also ich hatte heute eigentlich meinen Habeck-freien Tag nicht zu nutzen, weil die Leute begriffen haben, hier wird nicht ein Auto verkauft, es wird eine Haltung verkauft. Man fährt so ein Elektroauto, wie man sich vegan ernährt oder den Müll trennt. Es ist Zeichen einer richtigen politischen Haltung. Ja, kein Zufall, dass die Nachfrage erst geschaffen werden muss. Mhm. Das Elektroauto markiert auch den Übergang von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft. Also außer Merkel mache ich alles. Merkel ist ja also auch gerade mit anderen. Jemand, der für Elektroautos steht, ist natürlich sind die Grünen. Ja. Ne? Und Sie sind jetzt ein bisschen in Rage wegen der E-Autos. Erklären Sie uns warum. Nein, in Rage bin ich nicht. Ich finde nur, es ist ein wahnsinniges Phänomen. Es wird etwas als Lösung für Verkehrsprobleme angeboten, das zurzeit eines der größten Probleme im Verkehrssektor ist. Die Leute haben sich völlig verhauen. Übrigens, es gibt einen hervorragenden Text von unserem Kollegen Nando Sommerfeld, heute in der Welt. Er hat ein sehr schönes Stück darüber geschrieben, dass ein durchschnittliches Elektroauto, eher klein als groß, 57.000 Euro kostet. Hm. Also da muss man ganz schön lange das ist nicht arbeiten wenig. Gehen. Das sind eigentlich schon zwei Arbeiter-Jahresgehälter. Mhm. Und die Idee, dass man ein Volkswagen fürs Volk baut, ist ja eigentlich gar nicht verkehrt gewesen. Ich weiß gar nicht, was ein Bruder hat. Mit den 57.000 ist man doch nur läppische 27.000 entfernt von einem günstigen E-Wagen, der laut Habeck 30.000 Euro kosten soll und den man sich dann auch mit einem geringen Gehalt leisten kann. Zwinker, zwinker, hier nochmal die entsprechende Einblendung von seinem Besuch bei Maischberger. Denken Sie an die E-Mobilitätsprämie, den sogenannten Umweltbonus, ob Sie sich ein E-Mobil für 100.000 Euro kaufen und selber 200.000 Euro im Jahr verdienen oder ein ganz kleines Auto sowieso, und für 30.000 Euro, wenn es sowas gibt. Aber wobei es darauf heute ankommt, ist dieser wahnsinnige Bluffcharakter des ganzen Unternehmens. Elektroautos sind rollende Potemkinsche Dörfer. Das sind Potemkinsche Dörfer auf Rädern. Das müssen Sie uns noch mal erklären. Warum? Nun ja, weil es der Schein eines Autos ist. Das sind ja Autos, die so aussehen wie Autos, aber es sind keine. Handys. Es sind rollende Handys, rollende Computer. Unter Umständen, wenn Sie Pech haben und verunglücken, es ist eine rollende Grillstation. Würden Sie sich niemals in so einen Tesla reinsetzen? Ich bin einmal mit einem Tesla gefahren und ich fand es mittelmäßig. Und ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die müssen so bleiben, wie sie sind. Wissen Sie, konventionelle Kücheneinrichtungen. Gefahren zu werden, ohne selbst lenken zu müssen, hat vielleicht auch was. Nein, da bin ich total dagegen, wirklich. Da sprechen Sie eine ganz wunderbare Stelle bei mir an. Ich finde, Leute wissen jetzt schon nicht, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen. Und dann kriegen sie noch mehr Freizeit, weil sie im Auto nicht am Steuer sitzen müssen. Was glauben Sie, was die Leute machen werden? Hinten sich hinsetzen und Mandarin lernen? Ja? Oder alles über die Geschichte der Punischen Kriege? Ja. Nur weil sie nicht oder mehr Auto fahren Potemkin müssen? Was lesen. Nein, schauen Sie, es gibt eine Riesenkampagne für die Elektroautos. Und das scheint alles überhaupt nicht zu nutzen. Weil die Leute begriffen haben, hier wird nicht ein Auto verkauft, es wird eine Haltung verkauft. Mhm. Man fährt so ein Elektroauto, wie man sich vegan ernährt oder den Müll trennt. Es ist Zeichen einer richtigen politischen Haltung. Es gibt eine riesige PR-Kampagne und alles, was Sie sehen, ist das, was Sie hier sehen. Riesige Abstellflächen mit nagelneuen Autos auf dem Weg vom Fließband zum Schrottplatz. Und das ist ja eine grüne Ideologie, die Sie hier gerade beschreiben. Das ist eine total grüne, woke Ideologie. Vor diesem Hintergrund stößt wenigstens kein CO2 aus. Ja, aber es fährt nur mit Lithiumbatterien. Und was die ausstoßen bei der Herstellung und vor allem unter welchen Bedingungen das Lithium gewonnen wird, es ist nicht mal ein Nullsummenspiel. Ich glaube, es spricht gegen das Objekt Elektroautos. Und es ist ja kein Zufall, dass die Nachfrage erst geschaffen werden muss. Mhm. Das Elektroauto markiert auch den Übergang von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft. Das heißt, wir sind mit dem Elektroauto mitten auf dem Weg in die sozialistische Katastrophe. Und da sind wir wieder bei Robert Habeck. Können Sie verstehen vor diesem Hintergrund, dass Friedrich Merz jetzt tatsächlich auch noch in Talkshows sagt, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Mann wieder Wirtschaftsminister wird? Also ich hatte heute eigentlich meinen Habeck-freien Tag. Den haben wir jetzt versaut. Das sind die Begriffe, ihn zu versauen. Ich dachte, Sie wollten einen Merkel-freien Tag. Einen Habeck-freien Tag können wir Ihnen jetzt nicht gönnen. Naja, wissen Sie, in meinem Alter muss man die Tage doppelt belegen, damit noch man etwas davon hat. Nein, ich glaube, ich habe es gestern gesehen, es war bei Maischberger, glaube ich.
Ich glaube, er hat es nicht ganz so gemeint. Es ist da sehr viel hineininterpretiert worden. Und wollen wir das hoffen? Ja, wollen wir es hoffen. Ich glaube tatsächlich, dass da gar nicht mal so viel reininterpretiert worden ist, sondern dass ein Friedrich Merz alles tut und tun würde, um an die Macht zu kommen. Man sieht es ja jetzt auch schon daran, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gäbe, die Politik der Ampel rückgängig zu machen im Parlament. Auch sehr konstruktive Vorschläge der AfD eingebracht werden. Aber wegen der sogenannten Brandmauer wird das dann nicht gemacht. Und auch wahrscheinlich deshalb, weil man dann entsprechend hinterher schlechtere Karten hat, um mit einer linken Partei zusammenzuarbeiten, wenn man jetzt entsprechend deren ganzen Sachen rückgängig macht. Ne? So viel dazu. Ja, das nicht so ja, gemeint. Aber wenn ich noch was vielleicht zu Elektroautos noch sagen kann, weil mich das wirklich quält. Nein, kurz schon, kommt schon mal gar nicht in Frage. Dann lang. Nein, wirklich ganz kurz. Schauen Sie, Ford hat komplett auf Elektroautos umgestellt, ja, vor 2 Jahren. Wo sind sie heute? Kurz vor der Einstellung des Betriebes. Es gibt einen anderen Musterbetrieb. VW hat in Zwickau 2021, glaube ich, ein Musterwerk aufgebaut. Auch für E-Autos. Die erste komplett für Elektroautos abgestimmte Fabrik. Die Produktionszahlen gehen zurück, es steht die Auflösung bevor. Was für eine Vergeudung! Was für eine Vergeudung von Ressourcen und von Mitteln und von Kapital auf dieses alberne Spielzeug. Und im Übrigen soll man wirklich nicht meinen, ich sollte gerade sagen Merkel, also ich meinte meinen, man soll nicht meinen, irgendein Problem mit dem Elektroauto könnte mit dem Elektroauto gelöst werden. Nicht das Elektroauto ist die Lösung, kein Auto wäre die Lösung. Mehr Fahrrad fahren. Mehr S-Bahn. Na wirklich, müssen Sie mir die Pointe versauen. Herr Bode, Fahrrad fahren. Wir könnten den ganzen Abend noch weiter sprechen mit Ihnen und es läuft gerade. Ja, am Ende von diesem Video möchte ich jetzt noch auf ein paar Punkte und Aussagen von diesem Interview eingehen, unter anderem folgende Aussage von dem Moderator. Vor diesem Hintergrund stößt wenigstens kein CO2 aus. Ja, Also das E-Auto soll also kein CO2 ausstoßen und keine Abgase produzieren. Tja, blöd nur, dass natürlich das E-Auto schon eine Energieform benötigt und das ist Strom. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, wenn das E-Auto nur mit erneuerbarem Strom fährt, weil man zu Hause beispielsweise eine Sonnenkraftanlage auf dem Dach hat, ne, dann ist es in der Tat so. Aber wenn man mal hergeht und schaut, die Dinger, die werden ja meistens an öffentlichen Ladestationen aufgeladen oder häufig, ne? Oder einfach aus der Steckdose zu Hause, ne? Mit einem entsprechenden Adapter und dann wird aber der Strom aus dem Netz genommen. Da ist es ja mitnichten so, dass es 100% grüner Strom ist, sondern da ist auch zu einem erheblichen Teil Kohlestrom mit drin oder Strom aus entsprechenden Gaskraftwerken. Und das heißt, dass hier beim E-Auto, bei dem aktuellen Strommix, letztendlich ein E-Auto den Auspuff nicht direkt am Auto hat, sondern im nächsten Gaskraftwerk oder aber momentan halt vermehrt im nächsten Kohlekraftwerk. Und das ist diese grüne Lebenslüge, die auch von den EU-Kommissaren gemacht worden ist, dass man halt sagt, E-Autos fahren komplett klimaneutral. Das ist ja gar nicht so, weil dann dürften sie ja nur mit grünem Strom fahren. Aber unser Strom ist nicht nur grün, ja. Und deswegen ist es mit dieser Klimabilanz der E-Autos einfach eine große Mogelei. Ganz davon abgesehen, wie Herr Broder schon ausgeführt hat, dass man überhaupt erstmal den Break-Even-Point erreichen muss. Ja, das heißt, selbst wenn ein E-Auto nur mit grünem Strom fahren würde, auch selbst dann muss das E-Auto etliche Tausende von Kilometer fahren, bis es denselben CO2-Fußabdruck hat wie ein Verbrenner, weil, wie gesagt, bei der Produktion der Batterien und des E-Autos entsprechend so hohe CO2-Emissionen verursacht werden, ganz zu schweigen von den massiven Umweltbelastungen und Wasserverschmutzung, Wasserverschwendung.